Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Heute wird es spannend, denn es geht um die brandneue Hatice Schmidt Labs Day Palette. Meine ist endlich angekommen. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber dazu gleich mehr. Ich habe mir die Day Palette bestellt, weil mir die andere Palette, diese dunklere von den Farben her, nicht so zugesagt hat. Deswegen habe ich mich für diese hier entschieden. So sieht sie aus. Ich bin super gespannt. Ich habe die Farben schon geswatcht. Was ich jetzt hier im Video nicht mehr machen werde, weil ihr könnt auf der Webseite gucken, es gibt ganz viele Swatches bereits im Internet und ich fand die Swatches sehr, sehr gut. Also ich kann mich nicht beschweren, aber für mich sind solche Proben sozusagen auf der Hand oder auf dem Arm immer nur auf eine gewisse Art und Weise ausschlaggebend. Ich möchte es einfach im Auge testen und sehen, wie es sich da verhält, dass das letztendlich das, was zählt. Und deswegen legen wir gleich direkt los. Wie ich gehört habe, gibt es ja schon einige etwas kontroverse Meinungen zu der Palette oder zu den Paletten, zu beiden. Und ich habe mir bewusst keine anderen Videos angeguckt, weil ich mir selber meine Meinung bilden möchte und da einfach nicht voreingenommen sein will. Und wie gesagt, hat der Versand meiner Palette auch relativ lang gedauert. Also ich habe sie, glaube ich, am 4. bestellt und habe sie gestern bekommen. Gestern war der 17. Also es hat 13 Tage gedauert, was natürlich sehr, sehr lang ist. Und ich glaube, die Lieferdauer sollte auch sehr viel kürzer sein ursprünglich. Da standen jeweils von 2 bis 3 Tagen. Es gab anscheinend Probleme mit DHL, das war die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Also ich habe mich auch in den Kundenservice gewandt und halt gefragt, so hey, wie sieht es denn aus, wo ist denn die Palette? Und was es letztendlich war, ob es irgendwelche Probleme mit DHL gab, weiß ich natürlich nicht. Da steckt man natürlich selber jetzt als Endverbraucher nicht drin. Ich glaube aber, dass es, ich verstehe, dass es ärgerlich ist. Ich fand es natürlich auch nicht cool. Klar findet man das nicht cool, man bestellt was und möchte es halt gerne auch in der angegebenen Lieferfrist haben. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich als Endverbraucher ein Stück weit vor Augen hält, dass wir uns das, glaube ich, oft gar nicht vorstellen können, was da alles dahinter steckt, wenn man sein eigenes Business auf die Beine stellt und da wirklich sein Herzblut reinsteckt und wie viele Herausforderungen da auf einen zukommen können, Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, machen die beiden das zu zweit, also Hatice und ihr Mann. Und ich glaube, das ist natürlich unendlich viel Arbeit und da können natürlich Sachen aufkommen, die man vielleicht einfach erstmal nicht sofort bewältigen kann. Und ich glaube, dass man da ein bisschen mehr Nachsicht haben muss ein Stück weit, weil man sich, glaube ich, selber einfach nicht vorstellen kann, was alles passieren kann und dass die das nicht böse meinen und dass sie natürlich wollen, dass jeder sofort seine Palette kriegt, denke ich, ist klar. Also warum sollte das nicht so sein? Und natürlich wollen sie, dass die Kunden zufrieden sind. Das will ja jede Firma. Niemand will einen Kunden ja verarschen, den er da gewonnen hat. Also von daher, glaube ich, sollte man, was das angeht, manchmal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, erstmal entspannen. Ich meine, die Palette ist ja jetzt da, also warum sich aufregen? So, ich habe sicherheitshalber ein bisschen Puder unter meine Augen gemacht. Falls es Fallout gibt, weiß ich nicht. Und meine Augenlider sind bereits geprimed und wir können direkt loslegen. Und ich will so viele Farben wie möglich in der Palette verwenden. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich fange an hier mit dieser Übergangsfarbe, die Farbe Nebula. Das ist so ein Braugrau. Braun? Braugrau? Braungrau, wollte ich sagen. Und damit gehe ich jetzt rein. Okay, kommt tatsächlich recht kühl raus, was ich cool finde. Und ich verteile den einfach hier mit meinem MAC 224 erstmal in der Lidfalte. Sehr pigmentiert auf jeden Fall, direkt. Hat so ein bisschen Kickback, wenn man reingeht in die Palette, also dieses, dass man diese, ja, die Krümel drin hat. Was ja aber zum Beispiel auch bei Anastasia Beverly Hills Lidschatten der Fall ist. So, die Farbe hat sich wunderbar auftragen und verblenden lassen, schön aufbauen lassen, also ja, alles wunderbar, kann ich nichts Negatives zu sagen, alles so wie es sein soll erstmal. So, dann als nächstes nehme ich die Farbe Sandstorm, das ist die hier oben, es ist ein relativ warmes Braun, jetzt gerade im Vergleich zu Nebula und damit vertiefe ich das Ganze jetzt ein bisschen. Ich nehme einen etwas kleineren Pinsel, MAC 217. Was ich so beim Swatch schon gemerkt habe, ich finde die matten Farben sind unheimlich buttrig und weich, also wirklich schön intensiv, schön pigmentiert, sehr seidig, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, das merkt man jetzt auch hier am Auge eigentlich schön, also hier die Farbe ist auch wirklich, man muss sie ein Stück aufbauen, aber es ist, das finde ich gut bei solchen Farben, also man braucht ja diese Mitteltöne einfach, die man so Stück für Stück aufbaut. Und auch der hier, finde ich, performt wirklich einwandfrei.
Ich habe bisher noch kein Fallout auf dem Gesicht, also unter den Augen. So, als nächstes nehme ich die Farbe Earth. Das ist dieses dunkle Braun, also deutlich dunkler als jetzt die beiden anderen Farben. Finde ich ein relativ neutrales Braun, so vom Ton, weder zu kühl noch zu warm, jetzt so, wie ich das hier so sehe, im Pfännchen. Okay. Hier finde ich tatsächlich, muss man relativ viel nehmen. Damit die Farbe wirklich da ist. Also ich hätte gedacht, die ist von Anfang an direkt pigmentierter. So, also ich fand jetzt wirklich bei der Farbe, man musste sie ein Stück weit aufbauen, was aber für mich nicht zwingend was Schlechtes ist, weil man es dadurch natürlich auch unheimlich gut variieren kann, wenn man eben nur eine leichte Schattierung haben will. Man kann sie eben aufbauen zu einer Full-Cover-Schattierung und das finde ich total in Ordnung. Und macht es auch, finde ich, anwenderfreundlicher, gerade wenn man ein bisschen Angst hat vor dunklen Farben, sage ich mal. Und ich mag die Untertöne von den Lidschatten unheimlich gerne. Also es ist nicht zu warm und nicht zu kühl. Es ist so genau dieses Mittelding, was oft schwierig ist, weil viele Brauntöne sind sehr, entweder sehr kühl und haben diesen Lederstich drin oder sie sind sehr warm und sehr rötlich. Und ich finde, hier die Sache ist sehr schön neutral. Also diese Töne, die gefallen mir super gut. Das ist ein großes Plus, finde ich. So, dann machen wir weiter und ich nehme als nächstes den Grünton aus der Palette. Das ist die Farbe Promise und auch der ist matt und auf den bin ich sehr gespannt. Den finde ich sehr, sehr cool. Und den gebe ich jetzt erstmal hier an meinen Wimpernkranz. Der hat jetzt ein bisschen Fallout, also ich sehe hier in meinem Puder unterm Auge ist einiges an Pigment, was aber auch am Pinsel liegen kann. Ich blende jetzt auch noch ein bisschen was von dem Grün hier in die Schattierung außen rein. Ich finde den sehr, sehr schön, den Ton. Und ich finde auch, der Grünton lässt sich unheimlich gut in die anderen Farben reinblenden. Also er wird nicht fleckig, er wird nicht irgendwie, dass man da sich richtig anstrengen muss, um den damit reinzumischen sozusagen, was bei so Farben manchmal der Fall sein kann, aber was ich finde, hier wirklich gar nicht so ist. Ich stehe extrem auf dieses Grün. Ich finde es richtig, richtig cool in so einem Smoky Look. Und als nächstes nehme ich diese Farbe. Hier ist die Farbe Cry. Ist ein Bronzeton, relativ heller Bronzeton. Und das ist ein Schimmerton, deswegen trage ich den jetzt einfach mal mit dem Finger auf. Und den will ich hauptsächlich hier so im Innenwinkel haben. Der fühlt sich so richtig samtig-seidig an. Also die Textur ist ganz besonders, finde ich. Und ich switche jetzt gerade mal zum Pinsel, einfach weil ich damit mehr Kontrolle habe als mit meinem Wurstfinger. Der gefällt mir sehr. Ich werde ihn mal anfeuchten und sehen, ob es einen großen Unterschied macht. Dafür nehme ich hier meinen Bobbi Brown Setting Spray. Ja, wird deutlich nochmal metallischer dadurch. Sehr schön. Der gefällt mir richtig gut. Also diese Farbe ist mega. Ich glaube, es ist meine Lieblingsfarbe bisher aus der Palette. Sieht, finde ich, mit dem Pinsel und leicht angefeuchtet nochmal richtig, hat nochmal richtig Power damit. Fand ich jetzt besser als mit dem Finger tatsächlich. Und jetzt möchte ich außerdem noch die Farbe Mondays hier einbauen, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall Glitzerpigment mehr und hat diesen grünen Shift mit drin. Und ich bin gespannt. Und auch den werde ich jetzt erstmal mit dem Finger auftragen. Hier so genau in die Mitte als Übergang. Oh, cool. Geht tatsächlich wunderbar mit dem Finger einfach drauf. Geil. Den stelle ich mir richtig gut vor, so mit einem schwarzen Cream Shadow irgendwie komplett als Base aufs gesamte Augenlid und dann den so drüber getupft. Ein geiler Look. Der macht schon was her, muss man sagen. Der ist echt geil. Sehr besonders. So, als nächstes nehme ich hier diesen Highlighter-Ton, ist die Farbe Day. Dieses leichte Rosé-Schimmer. Sieht sehr schön aus. Ist nicht so richtig metallisch, sondern irgendwie sehr
sehr samt. Also das ist mir auch schon, bei welchem ist mir das denn noch aufgefallen? Bei dem Cry, bei diesem Bronze-Champagner-Ton hier unten, dass die Textur dafür, dass sie so schimmrig ist, total wirklich butterweich ist. Also es fühlt sich wirklich super samtig an. Also ja, ein besseres Wort fällt mir dazu irgendwie nicht ein, weil es das irgendwie so gut beschreibt. Ist eine Textur, die ich selten so gefühlt habe, also bei einem Lidschatten auf der Hand. Jetzt, wenn ich da so reingehe, das fühlt sich, wie Butter. Also es ist Wahnsinn, richtig, richtig schön. Und ich mache meinen Smoky-Look noch fertig. Und zwar nehme ich hier meinen Eyeliner von Und Gretel, die Nummer 5, und gehe damit hier in meine untere Wasserlinie. Und dann blende ich das Ganze aus mit dem Rest von dem Grünton, der noch auf meinem Pinsel ist. Ich nehme gar keine neue Farbe auf. So, und ich glaube, ich werde jetzt auch noch ein bisschen was von Mondays hier unten am Wimpernkranz auftragen, in der Mitte. Was so leicht dran tupfen. So, ich habe da auch Mascara aufgetragen und meine Lippe gemacht. Und ich möchte aber jetzt mein Fazit noch geben zu der Palette. Ich möchte tatsächlich Hattie ein absolutes Riesenlob aussprechen. Ich finde die Palette wirklich toll. Ich finde sie besonders. Sie hat mich überrascht. Ich fand die schimmrigen Texturen von der Farbe Cry und auch von der Farbe Day super besonders. Sie sind so seidig und butterig und speziell tatsächlich. Also so in der Art, finde ich, habe ich das noch nie so richtig wahrgenommen, dass Schimmerlidschatten so schimmrig und so dabei so seidig weich sind. Also das fand ich wirklich besonders. Ich finde auch gerade die Farbe Cry wunderschön. Und auch die Brauntöne fand ich toll. Und ich mag, wie gesagt, diesen sehr neutralen Unterton, dass es weder zu warm noch zu kühl ist. Und auch, dass man den Braunton jetzt ein Stück weit aufbauen musste, fand ich trotz allem total okay und hat für mich super funktioniert. Ich finde die Farbe Mondays, diese Glitzer, richtig cool. Also der ist auch, also dass man verschiedene Texturen in der Palette hat, finde ich super schön. Und der ist besonders und hat voll was. Ich finde auch diesen grünen Ton hier in der Palette, die Farbe Promise, sehr, sehr besonders und sehr tragbar dafür, dass es ein Grün ist. Und ja, wie gesagt, die zwei anderen Farben hier, Smile, dieser Korallton und den Blauton, habe ich jetzt noch nicht verwendet. Sind das die einzigen? Ja. Yes. Und ich muss wirklich sagen, ich finde die Palette toll. Ich werde sie im Alltag verwenden, auf jeden Fall, weil gerade die Brauntöne dafür super geeignet ist. Dann kann man das noch kombinieren, irgendwie mit ein bisschen intensiveren Farben, mit diesem Ton hier, mein Lieblingston. Und ja, also ich finde sie wirklich besonders, die Palette, und wirklich schön. Und dafür, dass es Hatties erstes eigenes Produkt ist, die Palette kann gut mithalten mit den richtig guten High-End-Marken, die ich persönlich von der Qualität halt unheimlich schätze. Und da ist lässt sie sich hier nicht lumpen. Also finde ich schon mega. So, ihr Lieben, ich hoffe sehr, ich konnte euch mit meinem Video hier weiterhelfen, euch einen Überblick geben, und meine Erfahrungen konnten euch ein Stück weit vielleicht bei der Kaufentscheidung helfen. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, was ihr von den Paletten haltet, welche ihr habt. Habt ihr eine, habt ihr beide? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Folgt mir gerne hier auf YouTube, also abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf Instagram, ich freue mich, euch dort zu sehen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüssi.